Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt den Rinderstall mit Strohbühne an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom lieben City Farmer, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One und findet ihr in meiner Kategorie Platzierbauobjekte und dann Tierhaltung. Jo, ihr habt das gute Stück, hinten die zwei Rinderstall mit Strohbühne und Rinderstall mit Strohbühne, kein Zaun, also mit bzw. ohne Weide. Für jeweils 75.000 bzw. 80.000 Euro Unterhaltskosten mit am Tag. Jo. Das Ganze ist für die Verwendung von Seasons mit vorbereitet, es sind allerdings Mastställe, das heißt, ihr bekommt hier keine Milch mit raus, das nur vorweg. Kapazität mit und ohne Weide je 50 Kühe, 75 Euro bzw. 80 Euro Unterhaltskosten am Tag. So, ich habe das gute Stück schon mal hierher platziert, in dem Falle mit Weide. Ohne Weide denkt ihr euch einfach den kompletten hintersten Teil weg. Ne, wir haben hier vorne einmal dementsprechend die Rinder mit drin, inklusive die Vordertröge. Wir haben dann hier oben eine Strohbühne in dem Falle, wo ihr dann Strohballen und Co. halt lagern könnt oder halt auch andere Ballen. Das ist relativ egal, könnt ihr dann hier mit dem Teleskoplader ranfahren, das Ganze abladen oder wiederum aufnehmen, wie es euch beliebt ist. Ihr könnt euch hier oben in dem Falle frei bewegen. Na, ist halt ein bisschen schwierig ranzukommen, aber was ist schwierig ranzukommen? Ihr könnt einfach zack, zack und hier hoch. Ich bin ja auch gerade auch nicht geflogen. Hier irgendwas öffnen geht allerdings nicht, wie ihr seht. Na, das ist dann eher dadurch so beschränkt. Ihr seht aber auch hier, wir haben überall noch Arbeitsleuchten mit dran, na, sodass wir nachts auch einen Durchblick haben. So, das Ganze ist Animal Pen Extension, natürlich auch verfügbar bzw. ready, soweit hier so klar. Ich habe das Ganze mal hier installiert, denn die Wasserversorgung findet hier drinnen, da hinten statt. Und damit gibt es da nicht wirklich ein sinnvolles Bild. So, wenn wir jetzt einmal hier den Hebel ziehen, dann können wir von außen diese Tür hier öffnen, sodass ihr auch von der Seite das Ganze beladen könnt. Ja, und dann machen wir wieder hier und dann geht das Ganze wieder mit zu. Also alles von außen machbar. Ebenso lässt sich das Tor hier öffnen, sodass ihr hier An- und Ablieferzone habt von den Kühen. 50 Stück, 30 habe ich jetzt in dem Fall einmal testweise hier drin. Da seht ihr alles ohne Probleme. Hallo, Grüße. Macht euch mal nicht so fett. Hier kommt dann das Wasser her. Deswegen ist das halt mit der Animal Pen, wenn ich irgendwo das Rohr halt hinhänge, sieht halt ein bisschen kacke aus. Ne? Deswegen habe ich das hier einfach mal in den Boden versunken. Ich kann aber trotzdem das Ganze hier einmal anklicken. Ne? Und hier drinnen wird das Ganze dann auch befüllt. Weil ihr seht, hier tut sich halt nichts. Ne? Ist ja klar, ist ja kein Wassertrigger, sondern ein Futtertrigger. Wenn wir das Ganze jetzt auch hier anschauen, sehen wir, ja, füllt sich jetzt langsam, aber sicher auch mit Wasser. Ne? So weit, so klar, so okay. So, ich habe da hier schon mal einen Trailer mit Mischration vorbereitet. Klassischer Fall, denn die Trigger sind hier vorne gleich. Einfach ranfahren. Ne? Und irgendwann bekommt ihr hier die Meldung, einmal bitte abladen. Und dann könnt ihr das Ganze hier also auch so handhaben. Ist natürlich jetzt gerade hier mit der Klappe nach vorne so eine Sache. Wartet mal, stelle ich mal kurz auf Dings um. Auf den Kornschieber. Dann ist es weniger problematisch. So, wunderschön. Und dann seht ihr, füllt sich das Ganze auch hier mit rein. Wasser ist jetzt auch bald fertig. Wunderbar. Die Weide selber hat hier, wie ihr seht, Kollision. Ne? Also die Zäune. Das ist soweit klar. Hallo, Grüße. Ansonsten halt hier hinten ein bisschen Wiese, Gras wird extra mit angepflanzt, müsst ihr euch nicht drum kümmern, könnt es aber auch austauschen, falls ihr da eine andere Grastextur mit haben wollt. So, wenn wir dann mal weiter hier machen, haben wir dann noch einmal neben der Mischration, die wir jetzt in dem Fall hier mit drin haben, einmal hier noch den Lichtschalter. Dann zählt er, wenn wir das Ganze einmal hier an- und ausmachen. Ja, haben wir auch hier dementsprechende Beleuchtung, auch für oben, das ist soweit auch alles kein Problem, müsst ihr euch in dem Falle also auch keine Platte machen. So, wir haben jetzt erstmal Wasser und Co. hier mit drin, Thema Stroh in flüssiger Form eher so eine Sache, aber ihr könnt das Ganze über Ballen steuern, machen wir das Ganze hier, ihr habt hier einmal einen Trigger für die Ballen, zack, einfach da rein und fertig aus Mickey Mouse. Wenn ich jetzt einmal hier einen Trailer nehme, das Ganze einmal hier mit Stroh voll mache, so, zack, zack. Und ich jetzt mich mal hier an den letzten Bimbel da hin und her bewege. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade das Stroh reingefahren haben, werdet ihr hier sehen, ist eher so eine Sache. Ne? Und ihr seht auch hier von der Durchfahrt her, klappt das Ganze jedenfalls mit denen nicht. Also entweder ihr nehmt einen Strohhäcksler, ne, den es halt standardgemäß im LS ja gibt hier, und macht das Ganze so. Oder ihr haut halt die Ballen über Teleskoplader. Deswegen habt ihr ja, wie gesagt, auch oben diese Abdeckung. Ne, und macht dann den hier. Na gut, noch ein bisschen höher. Ja, sehr gut. Zack, na, so, macht dann den hier, zack, und habt dann einmal hier das Stroh mit drin und das Ganze lagert sich dann dementsprechend auch da mit ein. Wir haben ja hier drüben noch die Dings, diese Art, wie nennt man das nur am blödesten,
Moment, ich hole mal kurz den Ball hier runter. Vielen Dank. Dankeschön. Diesen Art Futterdruck hier, zack, wenn ich das Ganze hier einmal zum Beispiel mit reinfülle, seht ihr dann auch Heu / Silage, haben wir jetzt auch 4000 Liter mit drin und hier halt den Strom. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen weitermachen würde, gehen wir mal hier Heu rund, gucken, ob der, ja, der fällt natürlich oben drauf. Das ist natürlich nicht so pralle. So, kommst du her, zack, dankeschön. Ja, kommst du. Sag mal, so, hallo, zack, so. Ne, und da geht das Ganze halt dementsprechend dort mit rein. Ihr könnt das Ganze auch hier auf Quaderballniveau machen. Ne, das ist alles kein Problem. Einfach ein bisschen spawnen. Zack, 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 zack. Dankeschön. Aber mal ein paar mehr hier. Und dann hier rein. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Etc., etc. Ne, da kommt der ganze Spaß dann mit rein. Und somit ist der Hof dann mit Leben gefüllt. Ansonsten Gülle, Mist bekommt er raus. Ne, klassischer Fall. Wir schwimmen mal ein bisschen vor, dass wir hier mal ein bisschen Produktion haben. So, das seht ihr jetzt hier, wir haben bis jetzt 437 Mist mit angehäuft. Die kleckern natürlich auch wieder, ne? Wer hätte anderes mit erwartet. Klar kleckern die Kleinen, ne? Und dann läuft der ganze Hase dann einfach so. Ja, ansonsten bleibt am Ende des Tages nur noch hier der wunderschöne Lok übrig. Ja, der ist sauber, könnt ihr euch in dem Falle auch bedenkenlos mit downloaden. Ja, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer mit in der Videobeschreibung verlinkt. Ne? Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski.